Vor uns liegen herrliche Tage, liebe Marlene. Ja, zum ersten Mal feiern unsere Zwillinge ihren Geburtstag mit der ganzen Familie gemeinsam. Adoras Freunde sind sogar aus dem fernen Etheria mitgekommen und alle helfen beim Schmücken. Liebe Perfumer, ich danke dir. Das hast du wirklich wunderschön gemacht. Noch ein bisschen höher, Flatterina. Ist es so besser? Ich finde, Lila würde ganz gut dazu passen. Versuch's doch mal. Das wird wirklich ein großartiges Fest. Die Vorbereitungen dauern jetzt schon viele Tage. Weißt du, das erinnert mich daran, wie wir früher immer das Weihnachtsfest vorbereitet haben. Weihnachtsfest? Was ist das? Ein Erdenfeiertag? Das sind ganz besondere Erdenfeiertage. Ich möchte wissen, wo Adam und Man-at-Arms sind. Sollten wir nicht auch beim Schmücken helfen? Machen wir gleich. Wir sind schon fast fertig. Wenn er funktioniert, dann hält uns dieser kleine Himmelsspion über alles auf dem Laufenden, was Skeletor tut. Sehr interessant. Das muss ich mir ansehen. Aber wie kommt man da rein? So, Adam, das war's. Jetzt ist alles für den morgigen Flug vorbereitet. Alle Systeme einschalten! Was ist denn da passiert? Was habe ich nur angerichtet? Die Triebwerke ausschalten! Es geht nicht. Die Steuerung funktioniert nicht. Ich hab so ein Gefühl, ich sitze mächtig in der Titte. Das ist ein Meteor! Ein Meteor? Du solltest mal deine Augen untersuchen lassen, du Spatzenhirn! Vorsicht, alter Blechhaufen! Genug, Doppelkopf! Enter das Raumschiff, bevor es entwischt, oder ich schieße deine beiden Köpfe in den Weltraum! Da links ist es! Nein, Skeletor, es ist rechts! Links! Rechts! Oh nein! Das ist Skeletor! Er verfolgt mich! Was ist denn geschehen? Der Himmelsspion ist plötzlich ganz von alleine gestartet. Da! Skeletor verfolgt ihn! Dann muss He-Man eben die Verfolgung von Skeletor übernehmen. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Ich habe so ein Gefühl, als könnte mein Bruder Hilfe gebrauchen. Los, holt ihn ein! Vorsicht, Skeletor, du könntest dich dabei übernehmen! Oh, ich hätte es beinahe erwischt! Wieso hättest du es beinahe erwischt? Ich hätte es beinahe erwischt! Wisst ihr, was ich finde?
Eure Krallen müssten etwas gestutzt werden. Ihr Dummköpfe, was ist los? Was treibt ihr da? Meister, da ist Steven. Sei still, sonst hört er uns. So, das hätten wir. Sieht doch schon viel besser aus. Fangleine auswerfen! Er darf nicht noch mehr anrichten! Ja, Meister! Die Fangleine! Oh nein, da sind doch zu viele auf einmal. Brüderchen, brauchst du Hilfe? Schwesterherz, du kommst genau richtig, wie immer. Gönnen wir doch den Herrschaften etwas frische Luft. Bist du bereit? 1, 2, 3! Himmelsspion fliegt von hier fort und setzt mich ab an sicherem Ort. Oh nein, da ist irgendwas schiefgelaufen. Der Himmelsspion dreht ab und fliegt in den Weltraum. Sie entkommen uns! Was tust du eigentlich, Red Claw? He-Man hat die gesamte Steuerung zerstört. Der Autopilot bringt uns auf dem kürzesten Weg zum Snake Mountain zurück. Was? Dann schenke ich euch was! Wieso? Ich brauche doch keinen Fallschirm. Ja, das denkst du vielleicht. Ich fürchte, wir sehen den Himmelsspion nie wieder. Es ist nur gut, dass niemand an Bord ist. Ich hätte niemals hier reingehen dürfen. Und es weiß nicht mal jemand, dass ich hier bin. Ich verstehe einfach nicht, wie das Raumschiff alleine starten konnte. Vielleicht kann es der Ortungsstrahl wiederfinden. Mann, bin ich froh, endlich zu Hause. Hey, das sieht aber nicht wie Eternia aus. Hilfe, wir stürzen ab. Ich hätte mich doch anschnallen sollen. Wo bin ich nur? Hier ist es ja furchtbar kalt. Hilfe! Hilfe! Da ist jemand in Not. Ich muss mal nachsehen. Pass auf! Du meine Güte, die werden gleich von einer Lawine begraben. Welchen Zauberspruch nehme ich da? Oh, ich weiß. Liebe Kinder, hebt euch fort und spielt an einem anderen Ort. Hoffentlich klappt es. Hey, was ist das denn? Hey, du, lass uns runter. Nein, das darfst du nicht sagen. Ach, zu spät. Ihr seid selbst schuld. Was macht ihr überhaupt hier ganz alleine im Schnee? Wir haben einen Weihnachtsbaum geholt. Einen was? Wir haben einen Weihnachtsbaum geholt. Und dann haben wir uns verirrt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr könnt euch nicht verirrt haben. Ihr habt doch mich gefunden. Wir,
Und wer bist du? Ich hab mich wirklich verirrt. Mein Raumschiff ist da drüben abgestürzt. Ich zeig's euch und vielleicht finden wir dann einen Weg, wie ihr wieder sicher nach Hause kommt. So, ich aktiviere jetzt den Ortungsstrahl, dann... Duncan, Adam, wir haben ein ernstes Problem. Und welches? Es geht um Orko, er ist verschwunden. Verschwunden? Ja, und wir haben sein Zauberbuch draußen gefunden. Wo? Neben der Abschussrampe. Neben der Abschussrampe? Oh je, dann sitzt er bestimmt als blinder Passagier im Himmelsspion. Ja, bestimmt hat er die Triebwerke aus Versehen gestartet. Wir müssen ihn finden. Was ist denn das? Das ist ja eine fliegende Untertasse. Nein, das ist nur ein Himmelsspion. Kommt mit rein und wärmt euch auf. Ihr wolltet also einen Peihnachtsbaum holen. Was ist das? Also erstmal heißt das Peihnachts. Nein, es heißt nicht Peihnachtsbaum, sondern es ist ein Weihnachtsbaum. Und den braucht man nämlich, um Weihnachten zu feiern. Und was ist Weihnachten? Aber was Weihnachten ist, das weiß doch jeder. Ich nicht. Da bekommt man ganz viele Geschenke. Geschenke? Oh, ich glaube, ich mag Weihnachten. Die Geschenke sind nicht das Wichtigste. Zu Weihnachten denken alle Menschen an den Frieden und alle sind lieb zueinander. So wie es der Engel gesagt hat. Engel? Jetzt habt ihr mich aber völlig verwirrt. Nein, das ist doch ganz einfach, ehrlich. Hör mal, wenn du wirklich nichts über Weihnachten weißt, dann erzählen wir dir die ganze Geschichte. Vor vielen, vielen Jahren... Na also, da steht, wo der Himmelsspion gelandet ist. Aber das sind ja Koordinaten von der Erde. Orko muss auf der Erde gelandet sein. Soll das etwa heißen, dass er da jetzt für immer bleiben muss? Nein, Tila. Mein Transportstrahl kann ihn zurückholen. Es gibt nur ein Problem. Ich brauche einen Karium-Wasserkristall und den gibt es auf Eternia nicht. Vielleicht gibt es ihn auf Etheria. Das könnte möglich sein. Gut. Wenn er in unserem Wasser vorkommt, müsste Memista es wissen. Könnte She-Ra mit ihr Verbindung aufnehmen? Ich denke, das wird sich wohl machen lassen. Und die drei Weisen folgten dem Stern, bis sie nach Bethlehem kamen. Was für eine schöne Geschichte. Aber wie ist das mit den Geschenken? Ihr habt doch gesagt, zu Weihnachten gibt's Geschenke. Ja, natürlich, das stimmt. Wir müssen ihm vom Weihnachtsmann erzählen. Oh ja, das mache ich. Bist du ganz sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Ja, Adam. Falls mir etwas zustoßen sollte, wirst du hier dringender gebraucht. Wie du meinst, aber pass gut auf dich auf. Schließlich bist du meine Lieblingsschwester. Für die Ehre von Grayskull! She-Ra, She-Ra. She-Ra. Ich bin She-Ra! Spannt der Weihnachtsmann seine Rentiere an und fliegt über die ganze Erde, um allen Kindern Geschenke zu bringen. Geschenke? Ich glaube, ich mag den Weihnachtsmann. Kann ich ihn mal kennenlernen? Nein, das geht nicht. Er bringt die Geschenke immer nur, wenn man schläft. Nur wenn man schläft? Naja, die Hauptsache ist doch, dass er sie bringt. Jetzt erzähl mir von Jingle Bell. Du meinst Jingles Bell? Ich meine Jingle Bells. Und wenn wir keinen finden, kann Orko nie wieder zu uns zurückkehren. Ein Kariumwasserkristall, oh ja. Ich weiß, wo du einen finden kannst, She-Ra. Aber es wird nicht leicht sein, an ihn heranzukommen. Er liegt in einem tiefen Teich bei den Ruinen. Er wird von einem Beastmonster bewacht. Das Beastmonster gibt es wirklich? Ich dachte, es ist nur eine Legende. Das Beastmonster ist keine Legende, She-Ra. Es existiert wirklich und ist sehr gefährlich. Und wenn wir es gemeinsam versuchen? Eine gute Idee. Wir treffen uns bei den Ruinen. Wenn du das Ungeheuer für eine Weile aus dem Teich herauslocken kannst, dann hole ich den Wasserkristall für dich herauf. Danke, Memista. Komm jetzt, Swiftwind!
ist also der Teich des Beastmonsters. Anscheinend ist keiner zu Hause. Oh, es ist ja doch einer da. Das Beastmonster. Du musst es irgendwie ablenken, und zwar so lange wie möglich, Shira. Ich werde mein Bestes tun. Swifty! Findet es sicher bald wieder hinaus. Mal sehen, wie weit mir Mister schon ist. Ich habe ihn gefunden. Danke, mein Mister. Ich freue mich immer, wenn ich dir helfen kann. Viel Glück. Ich hoffe, dass ihr Orko wieder zurückholen könnt. Ohne Mimister hätten wir ihn niemals gefunden. Was ist das? Keine Ahnung. Aber es scheint, als ob wir noch etwas gefunden hätten. Was sind das für Dinge? Ich glaube, das sind irgendwelche Sensoren. Es ist ein Roboter. Hört zu, Swifty. Wir müssen diese Dinger irgendwie überlisten und den Kristall schnellstens zu Man-at-Arms bringen. Pass auf, Swifty! Monsteroiden zurückziehen! Wir ziehen uns zum Monsteroidenzentrum zurück und machen uns zum Kampf bereit. Sie verändern alle ihre Formen. Was für böse Roboter. Sehr gefährlich und auch sehr böse. Man nennt sie die Monsteroiden. Unsere kleinen Freunde, die Menschinen, haben mir von ihnen erzählt. Ich fürchte, die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen, Swifty. Und jetzt? Nichts wie raus hier! Schwert zur Flamme! Geh etwas zurück, Swifty. Es wird ein bisschen warm. Komm, Swifty. Jetzt bringen wir den Kristall zu Man-at-Arms. Auch wenn der Kristall funktioniert, muss Orko mithelfen. Ich hoffe, er weiß noch, dass er sich in das Licht stellen muss. Es funktioniert! Jetzt hängt alles von Orko ab. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe Angst. Wartet mal, sieht aus wie Man-at-Arms Transportstrahl. Was hat er gesagt? Ich muss mich ins Licht stellen. Orko! Keine Angst, Elisha. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Hoffe ich wenigstens. Wir müssen uns nur an den Händen halten und darüber gehen. Wo steckt er? Da drüben ist er. Nein, da drüben sind Sie. Orko. Wer sind denn deine Freunde? Das sind Elisha und Miguel. Wir sind so froh, dass du wieder hier bist. Aber wie ist das geschehen? Das ist eine lange Geschichte. Es begann damit, dass ich in den Himmelsspion einstieg. Ich spüre eine starke Störung. Ein neuer, guter Geist ist auf Eternia angekommen. Die Macht von Horbes Prime ist in Gefahr.
Ruft Skeletor und Hordak! Sofort! Das ist die ganze Geschichte. Und hier bin ich wieder. Also, ich kann es immer noch nicht fassen. Du bist wirklich auf der Erde notgelandet? Sind wir denn rechtzeitig zu Weihnachten zu Hause? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Duncan? Ich bin mir nicht sicher. Es dauert ein paar Tage, bis der Wasserkristall wieder aufgeladen ist. Aber dann verpassen wir doch Weihnachten. Ich habe eine Idee. Weihnachten ist erst in ein paar Tagen. Aber die Zwillinge haben morgen schon Geburtstag. Was meint ihr? Wir könnten doch die Geburtstagsparty einfach mit einer großen Weihnachtsfeier verbinden. Das wäre toll. Aber wie ist das mit dem Weihnachtsmann? Wird er uns denn überhaupt hier finden? Aber natürlich, Elisha. Mach dir keine Sorgen. Wer ist der Weihnachtsmann? Wer der Weihnachtsmann ist? Du weißt nicht, wer der Weihnachtsmann ist? Das glaube ich nicht. Das weiß doch jedes Kind. Dass der Geist von Weihnachten auf Eternia angekommen ist, könnte meine Kriegspläne stören. Ich brauche nicht noch mehr guten Willen und Brüderlichkeit auf diesem Planeten. Also spürt ihn auf und vernichtet ihn. Keine Sorge, großer Meister, ich werde diesen Geist von Weihnachten auslöschen, noch bevor dieser Tag zu Ende ist. Du wirst doch noch nicht mal mit diesem weiblichen Muskelpaket Shira fertig! Moment mal, und was ist mit He-Man? Wieso wirst du mit dem nicht fertig, du Hohlschädel? Hohlschädel? Das sagst du, du mieser kleiner Möchtegern-Gauner? Ruhe! Verschwendet nicht meine Zeit! Wer von euch den Geist von Weihnachten auf Eternia auslöscht, den will ich reich belohnen. Das kann nur ich! Das werden wir ja sehen. Na, Elisha, wie gefällt es dir auf Eternia? Es sind ja alle sehr nett hier, aber mir fehlen Mama und Papa. Seid nicht traurig, Kinder. Ihr seid bald wieder zu Hause. Aber bis es soweit ist, lasse ich es erst ein bisschen Frühling werden. Aber nein, Perfumer, Weihnachten ist doch im Winter. Was? Im Winter? Na gut, dann hole ich den Winter schnell wieder zurück. Perfumer, das hast du toll gemacht. Dann haben wir ja jetzt die richtige Dekoration für mein neues Weihnachtslied. Versuchen wir es. Liebe Freude, Friedenszeit, alle Menschen freuen sich heut. Weihnachtszeit ist wunderbar, wir feiern in Eternia. Spürst auch du es, liegt was in der Luft. Überall durch jedes Haus zieht Weihnachtsduft. Da wird mir richtig weihnachtlich zumute. Da unten sind sie. Fangarm vorbereiten. Das ist Hordak. Schnell weg! Hilfe! Hilfe! Hey, lasst sie sofort runter! Das wird euch noch leid tun! Wartet nur, bis He-Man und She-Ra davon hören! Ja, die werden es euch zeigen! Wir haben sie, Meister! Gut, Catra, dann fliegen wir jetzt zurück nach Etheria. Wir konnten Orko und den Kindern nicht helfen. Hordak hat uns schnell erstarren lassen. Weißt du, wo sie hingeflogen sind? Nur so ungefähr. Hordak hat sie mit nach Etheria genommen. Wo sie genau sind, weiß ich nicht. Wir müssen sie so schnell wie möglich wiederfinden. Vielleicht kann uns Picablo helfen. Möglicherweise kann sie feststellen, wo sich Orko und die Kinder gerade befinden. Unten sind die Monsteroiden. Wir sollten schnell verschwinden. Hey, was soll das? Warum haltet ihr uns auf?
Die Gefangenen müssen Hordes Prime übergeben werden. Die Gefangenen bleiben hier. Ihr könnt gehen. Ich denke nicht daran, sie euch zu überlassen. Es interessiert mich nicht, was du denkst. Du und deine Monsterfreunde, ihr habt noch genau 10 Sekunden, um zu verschwinden. Was? Hordak lässt sich nicht von einem Blechhaufen herumschubsen. 10, 9, 8, 7. Andererseits habe ich noch woanders wichtige Arbeiten zu erledigen. Warte nur, wenn Hordes Prime von der Sache erfährt. Steckt die Kreaturen ins Gefängnis. Wenn Hordes Prime sie holen will, werden wir ihn gebührend empfangen. Wie du befiehlst, Nummer 1. Wir wissen, dass die Kinder in der Schreckenszone sind, aber wir wissen nicht wo. Ich werde euch helfen. Ich habe sie gesehen. Sie sind jetzt Gefangene der Monsteroiden. Ich wusste, dass die uns Schwierigkeiten machen. Ja, aber die kleinen Robotermenschen bringen die Kinder gerade in Sicherheit. Robotermenschen? Meinst du die Menschen? Genau, aber sie werden sicher Hilfe brauchen. Die Monsteroiden sind nämlich ungeheuer stark. Keine Sorge, Pika Blue, die werden wir schon in die Schranken weisen. Komm, Schwester. Das ist ja ein schöner Mist. Und es ist nur meine Schuld. Das darfst du nicht sagen, Orku. Du wolltest uns doch nur helfen. Naja, aber besonders schlau war ich nicht. Hallo. Wer bist du? Ich heiße Sega und wer seid ihr? Ich bin Orko und das sind Elisha und Miguel. Aber woher weißt du, dass wir hier sind? Wir sind die Menschen. Die Monsteroiden sind unsere Feinde. Ich werde euch jetzt da rausholen. Aber wie? Die Fenster sind doch vergittert. Ich heiße ja nicht umsonst Sega. Passt auf! Oh, toll! Kommt schnell heraus! Mein Cousin wartet schon! Wer? Mein Cousin! Da kommt er schon! Mann, ist der schnell! Er heißt ja auch nicht umsonst Flitzer! Flitzen! Gleich hinter der Ecke warten die Monsteroiden! Ich flitze los! Der erwischt uns nicht. Dem Zeit ist. Hui! Oh. Ergreift sie! Ich fürchte, wir haben ein Problem. Bringt sie zurück in die Zelle und die Menschinen sperrt ihr dazu. Du kannst sehr gut Befehle erteilen, Blecheimer. Dann zeig mal, dass du auch welche befolgen kannst. Lass meine Freunde in Frieden. Das ist He-Man. Ergreift ihn. Behalte deine Grabscher gefälligst bei dir. So, damit bist du eine Weile beschäftigt. Die menschliche Kreatur lebt noch. Erteilt ihm eine Lektion. Ich glaube, du musst deine Lektion noch lernen, Eisenkopf. Schwert zu Lasso! Vorsicht, du Tollpatsch, fall nicht! Was mein Schwesterlein kann, das kann ich doch auch! Wir hören Monsteroiden. Ergreift die Eindringlinge. Flitzer, wir sollten unsere Cousins rufen. He-Man und She-Ra brauchen Hilfe. Wird gemacht. Orko, bring du vorsichtshalber die Kinder in Sicherheit, okay? Gut. Die Chancen sind ein bisschen ungleich. Stimmt, wir haben keine Chance, He-Man. Da ist Sega mit den Menschen. Komm, Sega, fangt an. Jetzt schicken wir die Monstroiden zurück auf den Schrottplatz. Ja, dort gehören sie auch hin. Also, an die Arbeit. Ah!
Oh, seht mal, ein Menschenhündchen. Oh, ist das süß. Ah, da sind sie ja. Hordes Prime wird mich reich belohnen, wenn ich ihm die beiden Erdenkinder bringe. Was? Ha, hab ich euch endlich, ihr lästigen Wichte. Lass sie in Ruhe. Tja, je größer man ist, desto tiefer fällt man. Danke für eure Hilfe. Wir... Ihnen, Shira! Seht nur! Skeletor hat die Kinder entführt! Das werden wir gleich haben. Swiftwind! Nein, warte! Nicht so eilig, Shira! Ich habe es geschafft! Ich habe die beiden Erdlinge! Niemand wird mich daran hindern, sie Hordes Prime zu übergeben! Sei dir nicht so sicher, Hohlschädel! Hey, das war Hordak! Der verfluchte Kerl will die Belohnung selbst kassieren! Ja, warte! Um den werde ich mich sofort kümmern! Halt! Dieser totenköpfige Schurke hat mein Raumschiff beschädigt! Ich muss sofort umkehren, aber zuerst sorge ich dafür, dass er nicht mehr weiterkommt. Ah, wir stürzen ab! Na warte, das wirst du mir noch büßen, Hordak! Wir machen eine Notlandung im Schnee! Ja. Swiftwind, ist alles in Ordnung? Ja, aber wo sind die Kinder? Skeletor hat sie entführt. Aber keine Sorge, du bist wieder frei. Und wir holen sie zurück. Gehen wir, Bruderherz. Der verfluchte Hordak wird bald mit Verstärkung zurück sein. Aber dann sind wir nicht mehr da. Bewegt euch, ihr beiden. Wir haben noch einen langen Fußmarsch vor uns. Ich glaube, wir können uns nicht mehr bewegen. Ist so furchtbar kalt. Na los, Bewegung! Wird's bald! Aber bitte, Herr, seien Sie doch nett. Es ist doch Weihnachtszeit. Weihnachtszeit? Was ist das? Das ist die Zeit der Liebe und der Freude. Und der Hilfe. Ha! Das ist also Weihnachten! Kein Wunder, dass Hordes Prime schnell loswerden will. Eine Zeit der Liebe? Der Hilfe? Der Freude? Ah, was für ein ekliger Gedanke. Aber hier geht's nicht weihnachtlich zu. Also bewegt euch, ihr beiden, bevor Hordak zurückkommt. Es tut mir leid, mein Herr, aber uns ist so furchtbar kalt. Euch ist also kalt? Ach, was soll's? Schon wieder ganz warm. Vielen Dank auch, Herr Skeletor. Sie sind wirklich sehr, sehr freundlich. Freundlich? Sag das nicht normal. Ist das klar? Und jetzt bewegt euch. Halt! Wartet, ich muss noch das Hündchen holen. Nein! Es bleibt da. Dann erfriert es doch. Wir müssen es mitnehmen. Ich sagte, es bleibt hier. Und jetzt geh. Elender Köter! Oh nein, verdammt nochmal! Ich weiß auch nicht, was über mich gekommen ist. Aber was es auch sein mag, es gefällt mir nicht. Ah! Hör auf, mein Gesicht zu lecken, du blöder Hund! Lass mich in Ruhe! Ich krieg ja Flöhe! Hör auf! Es war sehr nett, dass Sie den Hund gerettet haben, Herr Skeletor. Ich bin nicht nett!
endlich auf damit! Soll ich ihn tragen? Nein, wir sind schneller, wenn ich ihn trage. Erzählt mir mehr von diesem Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres. Alle haben eine Menge Spaß. Meinst du damit, dass sich alle bekämpfen? Nein, alle freuen sich. Kämpfen macht auch Spaß. Ich kämpfe gerne. Man macht sich gegenseitig Geschenke. Und wenn man sie aufmacht, explodieren sie, stimmt's? Nein, sie sind nett gemeint. Nett? Und was soll daran Spaß machen? Ein Schneeungeheuer! Schnell, stellt euch hinter mich! Wären wir jetzt los? Oh, danke, Herr Skeletor. Sie haben uns allen das Leben gerettet. Sie sind ein Engel. Hört mal, ich bin nicht nett, ich bin nicht freundlich und ich bin kein Engel. Und ich habe immer noch vor, euch Hordes Prime auszuliefern. Da unten sind sie. Ach bitte, Herr Skeletor. Wir wollen nicht zu Herrn Hordes Prime. Bitte tun Sie es nicht. Lass sie gehen, Knochengesicht. Shira und He-Man! Verdammt! Wir nehmen die Kinder mit. Nein, die Kinder bleiben hier. Hordak, auch das noch. Ganz recht, Skeletor. Ich wusste, dass du hier auftauchen würdest. Denkt euch nur schön weiter. Wir nehmen inzwischen die Kinder mit. Nein, gib sie mir. Hordes Prime soll wissen, wer die Nummer 1 ist. Sie gehören mir, Hordak! Gut gezielt. Du hast dich selbst getroffen. Jetzt hole ich mir die kleinen Süßen. Daraus wird nichts, Hordak. Geht weiter zurück, Kinder. Orko, bleib bei ihnen. Ja! Du willst sie nicht Hordes Prime ausliefern. Vergiss es, He-Man. Die kleinen Hohlköpfe liefern sich gerade selbst Hordes Prime aus. Was ist denn das? Das ist Hordes Prime. Komm, She-Ra, das müssen wir verhindern. Roboter, greift sie euch! Halte durch, Orko! Wir kommen gleich! Ich hab jetzt aber genug. Oder Herz, wann? Danke, Schwesterherz! Gute Arbeit, He-Man. Jetzt holen wir die Kinder. Oh oh. Zu spät, She-Ra. Hordes Prime hat sie gleich. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Aber ich muss diese Kinder retten. Verdammt, was ist denn in Skeletor gefahren? Hordes Primes Raumschiff ist abgestürzt. Komm, She-Ra. Ich glaube, Hordes Prime wird ganz schön böse auf mich sein. Du hast mich wirklich verärgert, Skeletor. Sogar sehr verärgert. Los, He-Man. Wir schaffen dieses Ärgernis hier weg. Du hast völlig recht, She-Ra. Fertig? Nein! Verdammt! 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 Verdammt!
Ich denke, Hordes Prime dürfte für eine Weile beschäftigt sein. Herr Skeletor! Vielen Dank, Herr Skeletor! Sie haben uns gerettet! Vielen Dank! Er hat uns gerettet! Er hat euch gerettet? Ja, ich glaube schon. Ich wüsste nur gerne, warum. Mir ist heute irgendwie so komisch. Das muss der Geist von Weihnachten sein, Skeletor. Er gibt dir ein so gutes Gefühl. Stimmt's? Aber ich will mich nicht gut fühlen. Ich will mich nur böse fühlen. Keine Sorge, Skeletor. Weihnachten ist schließlich nur einmal im Jahr. Ja, das ist äußerst tröstlich. Fröhliche Weihnachten! Ihr bekommt beide einen Fluggürtel von mir. Oh, danke, Weihnachtsmann. Es ist schade, dass ihr nicht länger bleiben könnt. Aber eure Eltern werden euch schon sehr vermissen. Wir vermissen sie auch sehr. Aber Man at Arms hat gesagt, dass wir bald zu Hause sind. Ja, das ist richtig, Miguel. Ihr könnt noch rechtzeitig mit euren Eltern den Baum schmücken. Na, seid ihr bereit? Warte! Hündchen, geh zu Adora! Bringst du das Hündchen wieder zu den Menschen zurück, Adora? Natürlich, Elisha. Und fröhliche Weihnachten. Wir wünschen euch auch allen fröhliche Weihnachten. Und vielen Dank. So ein Glück, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Oh, Mama, Papa, es war ja so toll. Wir waren auf einem anderen Planeten und dort... Ach, Miguel... Erzähl jetzt keine Geschichten. Morgen könnt ihr uns ja sagen, wo ihr wirklich wart. Wir sind nur froh, dass ihr endlich wieder gesund hier seid. Aber wir waren auf einem anderen Planeten, Mama. Ganz ehrlich. Wir haben Orko getroffen und der Weihnachtsmann hat uns diese Fluggürtel hier gegeben. Gut, 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 Elisha. Ich weiß nicht, wo ihr die, was es auch sein mag, her habt. Aber es ist jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Na gut, Papa. Gute Nacht! Und fröhliche Weihnachten! Oh. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten, junge Dame! Fröhliche Weihnachten! Brüderchen! Woher weiß? Du hast es von Anfang an gewusst, gib es zu! Aha. Fröhliche Weihnachten, Schwesterherz! Fröhliche Weihnachten! Alle miteinander! Das war also das erste Weihnachtsfest auf Eternia. Nicht jeder feiert Weihnachten, aber der Geist der Weihnachtszeit erfüllt uns doch alle. Weihnachten ist das Fest des Friedens, der Liebe und der Freude. Und der Geschenke. Geschenke sind etwas Schönes, Orko, aber Weihnachten bedeutet doch viel mehr. Das weiß ich doch. Weihnachten ist ein Fest der Besinnung. Richtig, Orko. Sag mal, was gefällt dir am besten am Weihnachtsfest? Die Geschenke. Orko.